unschwer erkennen können, liebe Anwohner, liebe Nachbarn, liebe Leute hier aus Neukölln, aus Kreuzberg. Hier ist eine Ferienwohnung besetzt worden. Hier leben... Genau. Wir dachten, wir schreiten zur Tat, oder die Menschen da oben schreiten zur Tat und haben sich etwas angeeignet, was eigentlich der Gemeinschaft gehört, nämlich Wohnungen, mit denen man einfach keine Ware machen kann. Ferienwohnungen treiben diese ganze Mietpreisspirale noch weiter an. Deswegen haben wir gedacht, scheiß was drauf, wir besetzen jetzt einfach mal eine Ferienwohnung. Und auch das Zweckentfremdungsverbot, was seit dem 1. Mai jetzt gilt, das heißt, alle Ferienwohnungen, vielleicht auch diese, die nicht angemeldet sind, sind illegal. Genauso ist es mit den Ferienwohnungen, die wir in der Friedenstraße haben. Das heißt, diese Frau hat einfach mal locker mehrere Eintrittswohnungen gekauft, um die jetzt als Ferienwohnung hier zu vermieten und damit ihre Kohle zu machen. Das ist ganz schön scheiße. Runtergerannt lassen, mehr Kuchen, wenn ich nach oben gehen möchte. Es gibt anscheinend einen Streit, die haben nur versucht, zu uns durchzukommen. Mal gucken, was sie wollen. Das ist ja eine ruhige Person. Geht zurück! Ich sehe, dass sie nichts machen, aber sie müssen nicht. Dann sieh mal her! Ja, dann schon! Die Leute hier, die sind einfach hier, die sind drin und drin und drin.
Anstatt uns vorher Bescheid zu sagen, dass die Kundgebung nicht auf dem Bürgersteig, sondern hier an der Seite des Unterzimmers ist, wollen wir einfach die Wahl vertreiben, weil es vorher hier und dann uns sagen, Wen schützt ihr denn? Die Reichen! Ja. Und Kündigung ins Klo! Häuser besetzen sowieso! Miete verweigern! Kündigung ins Klo! Häuser besetzen sowieso!